Hallo zu meiner Mod-Vorstellung für Landwirtschaftssimulator 2013. Ich stelle euch heute den Krone Big X 1100 vor. Zu downloaden gibt es den auf modhoster.de. Ja, das ist ein Pack. Da ist der Häcksler dabei. Das Schneidwerk. Ein Universalschneidwerk. Kann man Getreide, Mais, Raps, Gerste. Kann man alles in Maissilage umwandeln. Ein Überladewagen für den Häcksler. Ein Grasschneidwerk. Es wird auch alles in Maissilage umgewandelt. Und noch ein Schneidwerkswagen für das Grasschneidwerk. So schaut das alles aus. Das Grasschneidwerk mit dem Hänger. Universalschneidwerk. Der Überladewagen, der fast 45.000 Liter. Und natürlich der Häcksler. Schneidwerk ist genauso breit wie bei dem Standardmodell. Hier ist das Besondere, wenn man das Schneidwerk zusammenklappt, kriegt es automatisch den Fahrschutz. Schaut euch nicht so schlecht aus, finde ich. Dann auf die Taste 6 kann man Ketten verpassen. Das war ein Hauptgrund, warum ich mit denen runtergeladen habe. Den schaut auch geil aus. Auf Taste 6 kommt es auch wieder weg. Auf Taste 9 doppelte Reifen. Ist auch alles gut animiert. Keine Glitches oder so. Oder Bugs. Rundumleuchten funktionieren. Blinker auch. Zeige euch noch den in Aktion. So fahren wir aufs Feld raus. John Deere ist auch ein Mod von Modhoster. Leder, Krone Big X 1100. Wenn man jetzt den Helfer hexen lassen will, kann man auf der Taste 5 die Striche hier aktivieren. Helferausrichtung. Und das ist einfach. Bisschen leiser hier machen. So schaut es von innen aus. Und alles recht schön. Mich stört nur den meisten, wo es da jetzt reinzieht. Das hätten sie weglassen können. Das stört mich ein bisschen. Thank you.
gefällt, kannst du noch runterladen auf modhoster.de. Seite wird unten verlinken. Bald kommt noch eine Mod-Vorstellung zum John Deere, die ich vorhin schon gezeigt habe. Ja, bis bald.